Hallihallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge Life is Strange Episode 3 Chaos Theory und herzlichen Dank, dass ihr wieder mit dabei seid, dass ihr wieder eingeschaltet habt und wir machen genau an der Stelle weiter, wo wir in der letzten Folge aufgehört haben und das ist natürlich der Text, der vom Nathan Prescott an die Victoria geht und mit dem stoppen wir jetzt voll rein. Also, that Dreamu Bitch Mac Cockfield. Fein Cockfield, hm? Got me fucking suspended. Also, hat es hingekriegt, dass, wir haben es ja hingekriegt. Er schreibt, dass wir es hingekriegt haben, ihn zu suspendieren von der Akademie. Can you believe it? Kannst du das glauben? My dad owns the fucking dorm, where she plays with her selfies. Mein Vater, no, dem gehört der Mitschlafsaal, wo sie ihre scheiß Selfies macht. My parents have lost their shit and are threatening me with a fucking job in my dad's office. Ja, have lost their shit. Meine Eltern haben irgendwie hier ihre Scheiße verloren oder sowas und erniedrigen mich mit einem beschissenen Job in meinem Vater seinem Büro. How dumb is he to have me rapping him? Max Crackfield and Blackwell need to go fucking down. Okay, also wir und allgemein die Akademie, die Blackwell Akademie müssen unbedingt untergehen. Ihr wisst, was das für eine Aussage ist. Der Hunde versucht wirklich alles. At the end of the world party is fucking on. You in? Ah, alles klar. Ja, hat sie noch gefragt, ob sie bei der End of the World Party mit dabei ist. Könnte vielleicht sein, dass wir dort auch noch hier hinkommen. Und das wünsche ich mir auf jeden Fall, dass wir vielleicht uns dort auch noch ein paar Beweise sammeln können, was überhaupt abgeht. Und von der Victoria zum Nathan kommt, what the fuck, are you kidding me? That's bullshit. No way can Blackwell suspend you. Also Blackwell kann ich schon ja einfach suspendieren lassen. Das für eine Scheiße und sowas, willst du mich verarschen? I knew that Max was trouble the first time I saw her ass kissing Mr. Jefferson with that Retro-Kamera. Ach so, ich wusste, dass ihr hier Max in Trubel oder in, wie gesagt, in Trouble kommt, als ich das erste Mal gesehen habe, wie sie ihr Mr. Jeffersons Arsch geküsst hat mit der hier mit der alten Kamera oder mit der Uldi-Kamera sozusagen. Also das hat ihr wahrscheinlich nicht gefallen, dass sie die Kamera den Jefferson gezeigt hat und sowas und und damit irgendwie so ein Stein im Brett hatte, weil da Mr. Jefferson wahrscheinlich auch auf solche alten Kameras steht, weil die eben cool aussehen oder sowas oder eben ja irgendwie so einfach so nostalgiemäßig. Notice that everybody she hangs around gets in trouble. Du weißt, dass jeder damit darum hängt irgendwie in Trouble kommt. And yes, the Vortex Club will be bringing the end of the world to Blackwell. No matter what. I'll SMS you later, so we can plot in person. Hang in there, Victoria. Ja, wir können später treffen und drüber quatschen. Alles klar. So, zurück. Weiter geht's. Wir müssen was tun. Search, was ist im Papierkorb? Natürlich, gucken wir mal durch. That's a lot of bank just to clean paint from a sweater. Cashmere sweater. Shorten. Please keep the receipt collection. Aha, ein Kassenzettel von irgendwie Amazon. Victoria's Secret. She's a geek. Glow in the... Na klar, das sind doch Klamotten oder Farbe, wo du dir deinen Körper anmalen kannst und das dann so blau leuchtet, natürlich. Glow in the dark, oder ist es einfach nur eine Figur? Picture. Victoria must have her own power if she found time to steal this from my room. Ah, die hat das Foto, gestohlen, wo wir sie fotografiert haben mit dem T-Shirt hier oder mit der Jacke, wo die Farbe drauf geklebt ist. Dann war sie in unserem Raum, hat es geklaut oder was? Kleine Schelle extra. So, hier, was haben wir hier drin? Here they are getting loaded with Satan. Oh, Gottes Willen. Oh Gott, Alter, wie bekloppt kann man eigentlich sein? Was ist denn das für ein scheiß Foto, Alter? Ach du Scheiße. Die Kleine wieder zumachen, sonst kriegst du Kotzattacke hier, Alter. Desk. I'll title this one Portrait de la Assholes. Ach du Scheiße.
Wahrscheinlich über so einer Party gewesen. Gott, aber echt. Die Victoria sieht aus in ihrem Rock und ihrer Jacke. Die passt gar nicht in das Bild. Nein, die sind alle so farbenfroh und die, sie steht hier. Also gleich aus dem Bild klatschen. Wow, there's Kate. Hier ist Kate, totally ja. High. She looks confused. Not like she's partying. Ja, die sieht auf jeden Fall nicht wie Party aus. Die sieht irgendwie so ein bisschen niedergeschlagen, traurig und alles aus. Ja, Victoria natürlich wieder mit ihrem Freundin. Oh Gott, Alter, echt. Joa, machen wir auch nochmal auf. These socks cost more than my wardrobe. Okay, diese Socken kosten mehr als ihre Garderobe, ist auch geil. Ja, die Schuhe. Those boots are made for walking runways. Ein paar Schuhe, aber. Nothing to see here. I guess I shouldn't be so bummed. Das sind unsere Kekse. Not that Victoria couldn't hide her shit. Die unsere Mutter uns gebacken hat. My cookies? Victoria stole my cookies. Now I can't take them back because she'll know I did it. Victoria is a cookie monster. Victoria ist ein Cookie, ist ein Keksmonster. Das Krümelmonster ist das Krümelmonster. Hier ist doch die Figur, ne? Warte mal. Von der Figur müssen wir ein Foto machen, aber wie? Ja, die leuchtet im Dunkeln, ist mir schon klar. Die müssen wir anleuchten. Kann man das Dings irgendwie ausmachen? Die Taschenlampe. Ah, nee, jetzt geht es von selber. Aber wir müssen die ganz, ganz doll anleuchten, oder was? Und dann müssen wir, wenn die sich voll aufgeladen hat. Ach so. I better go meet up with Chloe. Nee, machen wir jetzt, wir machen ein Foto. Ah, oh, guckt euch das an, klasse. Ah, erstes Foto in Episode 3. High five an alle. So, weiter geht's. Ja, Magazines haben wir gemacht. Okay, alles durchsucht, sehr gut. So, gehen wir weiter vor. Da war noch der Dana, war noch. Gucken wir mal, was an den anderen Dingern steht. Hey, Max? Komm her. Ja, ich komm gleich. Muss mal ganz kurz gucken. Waiting for you, Kate. Von der Juliet mit dem Smiley. Oh, so, oh, ganz nett. Praying for a fast recovery, Kate. Wir beten für eine schnelle Genesung, Kate. Sehr gut. Gucken wir uns trotzdem an. Schön, dass die alle was anschreiben. Finde ich gut. Stella. Kate, just want you to know. Is my heart. Sieht der Bild verpixelt aus hier oder so. Ich nehme da irgendwann was noch was in der Dings einstellen können. Settings, Video Settings. Advanced Video. Detail Mode, Medium können wir auf High machen, denke ich, oder? Confirm. Sieht es dann besser aus? Ja, ein bisschen. Na gut, okay, vielleicht doch ein bisschen nicht. Scheiße, Alter, was ist los? Ich guck da später nochmal, ob wir da irgendwie was machen können. Waiting for you, Kate. Auch der Dana. Hm. Alles klar. Dana's really hurting over this. Ja. Ziemlich verletzt, So, stuff. That is so damn cute, how much Dana is into this Halloween party. Ja, die freut sich auf ihre Halloween party, die Dana, aber wahrscheinlich so jetzt gerade, nee. Look. Dana looks guilty and relieved about Kate. Die sieht schuldig she aus. She really does care. Fühlt sich schuldig auch mit irgendwie, dass sie nichts gemacht hat wahrscheinlich oder sowas. Speaky. Hey Dana. How are you doing? Better than Kate. I just can't believe she would even attempt suicide. Kann's gar nicht glauben, dass er irgendwie
der Meinung war, sich selber umbringen zu müssen. We are all responsible. Blame Victoria. Wir könnten jetzt die Victoria runter machen, weil die mit der ganzen Scheiße angefangen hat mit dem Video. Aber die Kate, die war depressiv, aber ohne, weil ja die Victoria angefangen hat. Also würde ich sagen, wir beschuldigen die Victoria. Come on, don't blame yourself. There are other people involved. Like Victoria Chase. She definitely deserves a face punch for pimping that video. I didn't do enough to step up. Now it's time for serious payback. In other words, revenge. So what exactly are you saying, Max? You think this has something to do with Nathan being expelled? I'm not sure yet. It's complicated. Ja, dass es was mit Nathan zu tun hat, denke ich mal, vielleicht auf jeden Fall. No, aber wir sind uns jetzt, da wir noch nicht genug Beweise haben, sind wir uns nicht sicher. Also müssen wir sagen, wir sind uns nicht sicher. Wir sind uns echt nicht sicher. I'm not sure yet, but I'm on it. Aber wir sind dran. Shit is going down at Blackwell, and I'm going to find out why. I'm getting scared now. But people here are still sneaking out tonight. What? Like who? Victoria bounced out of here earlier, and now you, Sherlock? Not me. I need a break from today. Get some sleep too, Dana. I'll see you later. Ja, die hat auch gesagt, dass Victoria sich rausgeschlossen hat und jetzt, also dass es hier mehrere Personen gibt, die sich rausschleichen, weil erst Victoria und so, also vor uns und jetzt wir und so und ja, aber wir haben gesagt, wir brauchen eine Pause von dem Tag, einfach mal ein bisschen so rumzulaufen und so. Und mir haben ja gesagt, du sollst oben schlafen und so, das ist eben ein beschissener Tag gewesen. Schlimmer so in der Situation. Hat sie nicht dagegen, wenn wir uns den Laptop mal angucken, das machen wir auch. Aww, Trevor is a sweetie. Good for Dana. Hey Dana, I've been thinking about you all day and now how hard is it was for you to see Kate almost jump from the roof today. Glad that Max swooped in like a superhero. I don't have anything deep or smart to say. I just want you to know that you're a good friend to Kate, and I wish she had more friends like you. You have been so good for me when everything else is fucked up, and I'm here for you always. I miss you, Trev. Oh, Trevor hat die Pille aufgebaut und so. Weißt du, dass er traurig ist und so. Ja, finde ich gut. If Dana Weiter. Talks to Juliet about this, she's gonna wish she didn't. Dana, I hope you're doing okay after today. I don't want to bother you, but I'm writing an article about Kate for the paper and I wanted to know if you could answer just a few short questions. Ja, die will einen Artikel schreiben, der Joey Botzen, und hat sie gefragt, ob die Dana was dagegen hätte, ob sie ein paar kleine Fragen beantworten könnte. It seems like there are too few answers. Let's talk when it's convince you, okay? Hope you're well. Also die wollen nur erst zusammen reden, wenn es da wieder besser geht und sowas. Sie hofft, dass es gut geht oder sowas und dass es irgendwann wieder besser geht und ja. So, gut, okay, das war alles im Laptop. Was kommen wir denn hier noch? Sticker! Yes, the Vortex Club does indeed suck. Achso, Vortex Club, ja. Wo ist der Vortex Club denn? Überall hängt die Scheiße dran, ey. Look. This is both sad and pathetic. Achso, das war der Zettel von letzten, alles klar vom Logan. Alles klar, kein Problem, kennen wir ja schon. So, dann gehen wir mal weiter. Slate, das war klar. Und verlassen somit die Girls Dormitories den Mädchenschlafsaal. So, jetzt müssen wir mal draußen gucken, ob wir die Glühwürmchen und das Ei schon finden. Wir müssen unbedingt. Ja, hier sind nämlich schon die Glühwürmchen. Die Fliegeviecher, oder? So Chloe is waiting for me in front of the main hall. Ja, Chloe wartet. Aber wir brauchen dieses Eichhörnchen. Das gehen wir jetzt erstmal suchen, bevor wir überhaupt weitermachen. Ah! Da drüben. Nein! Bleibst du hier, Arschloch! Das springt den Dingern hinterher, das ist ja cool. Warte, warte, warte. Mist, wieso geht denn das nicht?
Das klappt so nicht. Das muss doch irgendwie gehen. Wieso geht denn das nicht? Scheiße, wieso geht das nicht? Warte, 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 wir schleichen uns hier vorbei. Jetzt. Scheiße, hat nicht geklappt. Mist! Das klappt irgendwie nicht, Freunde. Broken Lamp. Maybe Samuel should fix that lamp. Verdammt. The Tabanka does look pretty scary at night. Please don't destroy me. Das Eischonnel ist weg. Aber wieso? Ist das dem den Dingern gefolgt oder was? Nee, das ist wieder in das Dings oder gehüpft. Aber wie bekommen wir dieses Foto? Das ist natürlich jetzt eine gute Frage, Leute, ne? Ist eine sehr gute Frage. Es ist die ganze Zeit dort, nur wie bekommen wir das hin, dass wir ein Foto von dem Ding machen? Ist hier vielleicht irgendwo noch ein anderes? Oh, the most magical insect. Burn bright. Du kannst, ich krieg das nie hin, dass ich das fotografieren kann. Wie geht das? Ich will das unbedingt wissen, wie das geht, ne? Ohne Scheiß, ey. Kommt das dann vielleicht nochmal wieder? Da ist es doch. Wir müssen vielleicht warten. Wir müssen vielleicht hier warten. Bis die Viecher wiederkommen. Das sitzt da immer noch dort. Wir machen das mal auf. Wir gucken erstmal hier noch. Ah, was, ja, die Tür noch offen so spät, das kannst du nicht machen. Der Hausmeister, der ist ja auch so, so zerstreut oder so, Magazine. Who knew Samuel was so into runway fashion? Na eben, wieso hat er Samuel eben solche Zeitungen mit da? Wieso hat er sich so auf Fashion und Mode konzentriert oder hat er das irgendwo nur aufgesammelt? Nuts and bolts. Like my grandpa's garage. In der Box, was ist denn in Nothing der Box? Here. Nothing here, naja gut. Hier ist wirklich nichts. Das ist immer noch da, das Eischonnel. Das sitzt immer noch da, ne? Warte mal, wir müssen wahrscheinlich die Viecher hier rüber lenken. Diese, Glühwürmeln. Ja, Chloe, ich habe jetzt keine Zeit. Ich muss dieses Eichhörnchen fotografieren.
Leute, irgendwie muss es gehen. Jetzt sind die wieder dort hinten. Jetzt sind sie dort hinten. Guck. Hier. Wir können sie auch mal hier hinsetzen, haben wir auch noch nicht gemacht. Ach, das ist ein Rätsel. Wie fotografieren wir das Eichhörnchen mit den Glühbirnen? Even after Kate almost jumped. Maybe it's the leftover adrenaline. Jetzt sitzt wieder auf der Bank. Kind of invincible now. Sitzt wieder auf der Bank. Oder sah das nur so aus? Da ist ein anderes Eichhörnchen. Dort hinten ist ein anderes Eichhörnchen. Hier hinten. Da sitzt es. Die Sau. Da kommt. Da ist es. Guckt. Pass auf. Das kriegt man hin. Warte. Wir lassen das näher rankommen. Da rennt. Das rennt nämlich da. Wir müssen die Viecher von hier weglocken. Gib mal hier weg. Sind die dort hinten? Komm, geh ran. Wir müssen das unbedingt schaffen, Leute. Wo ist es jetzt hin? Da. Hallo. Irgendwie müssen wir das ein Ding dazu bekommen. Ich weiß nicht, ich sage das immer wieder, aber ich will unbedingt das Foto haben. Das ist kein einfaches Foto, definitiv nicht. Das wollte ich gerade drüber hüpfen, aber springen kann ich mit Leertaste. Ne? Ist ja kein Call of Duty. Sorry. So. Da hinten. Jetzt ist es dort im Busch. Hier. Irgendwie funktioniert das nicht so richtig. Ein mysteriöses Bild ist das. Komische Sache. Da. Okay, ich würde jetzt gern, würde ich die Folge erstmal an der Stelle und, oh, wer ist denn das dort hinten? Okay, das ist der Principal. Das ist der Direktor. Ja, pass auf. Wir machen hier einen kleinen Cut, Freunde. Wenn ihr unbedingt wissen wollt, wie das Foto gemacht wird, höre ich mich gerne um. Und sowas. Vielleicht hat es schon jemand anderes hinbekommen. Ich frage mal rum und würde mich dann genau an der Stelle wieder melden. Und vielleicht auch mit dem Foto, weil ich will ja euch auch gerne alle Fotos zeigen und wir wollen ja auch alle Errungenschaften zusammen bekommen. Also versuchen wir das zusammen und ich hole mich um und dann bis zur nächsten Folge. Herzlichen Dank, dass ihr zugesehen habt. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen und einen Kommi da. Und ich freue mich auf jeden Fall auf die nächste Folge. Und bis dahin, ein wunderschönes Life is Strange. Euer Bahamut. Tschüss.